Von meinem Jesu will ich singen, von seiner Gnade, Lieb und Treu, von seinem bitteren Kreuzesleiden, von seiner Sündkraft, die macht frei. Singt, oh singt von meinem Jesu, singt, oh singt von meinem Jesu, von seiner Gnade. Im Bettenkreuzesleiden, von seinem Bettenkreuzesleiden, von seiner Sündkraft, die macht frei, die macht frei, die macht frei. Von seinen Wunden will ich rühmen, wie er die Sünde selig macht. Er hat doch mir durch sein Versöhnen himmlisches Licht und Heil gebracht. Singt, oh singt von meinem Jesu, singt, oh singt von meinem Jesu, von seiner Gnade, von seiner Gnade, von seinem Bild. Von seiner Sündkraft, die macht frei, die macht frei. Den teuren Heiland will ich preisen, sein Regiment ist ohne Fehl. Er hilft den Seinen völlig siegen, über die Sünde, Tod und Hölle. Singt, oh singt von meinem Jesu, singt, oh singt von meinem Jesu, von seiner Gnade, von seiner Gnade, von seiner Gnade, von seinem Bettenkreuzesleiden, von seinem Bettenkreuzesleiden, von seiner Sünde. Und wir haben auch gesungen, 100 Farsaste, hier auf Erden bin ich ein Pilger. 100 Farsaste. Wir tun hier bloß durchreisen, das nicht in der Bliebende steht, wir haben ein Eivien, wo wir an alle Hahn kommen. Hier auf Erden bin ich ein Pilger, und mein Pilger wird nicht lang. Oh, lass mich sehen zu jenen Höhen, wo Friedenspalmen auf ewig wehen. Hier auf Erden bin ich ein Pilger, und mein Pilgern wird nicht lang. Wo die Sonne auf immer scheinet, oh wie sehn ich mich dahin. Ich bin ein Wanderer in fremden Landen, mein Herz ist traurig, mein Geist in Banden. Hier auf Erden bin ich ein Pilger, und mein Pilger wird nicht lang. In dem Lande, zu dem ich gehe, mein Erlöser ist das Licht. Da ist kein Kummer und kein Verderben, da ist kein Irren und auch kein Sterben. Hier auf Erden
und mein Pilger wird nicht lang. Er werden noch ein Sing, oder ist Nummer 100, in Sastien. Ich weiß nicht, warum Gottes Gnade mir jeweils offenbar. Nach warum ich erlöset bin, der ich ein Sünder war. Doch ich weiß, an welchem ich glaube, und seiner Hand kann mich nichts entreißen. Mein Erbteil wird mir wahren, auf den Tag, da erscheint. Ich weiß nicht, wie die Glaubenskraft mein Gott mir mitgeteilt, noch wie der Glaube an sein Wort der Seelenschmerz geheilt. Doch ich weiß, an welchen ich glaube, und seiner Hand kann mich nichts entreißen. Mein Erbteil wird mir wahren, auf dem Tag, da erscheint. Ich weiß nicht, wie der Heilige Geist mich Sünder überzeugt, wie Jesus mehr in mir verkehrt und alle Not verscheucht. Doch ich weiß, an welchen ich glaube, und seiner Hand kann mich nichts entreißen. Mein Erbteil wird mir wahren, auf dem Tag, da erscheint. Ich weiß nicht, wie viel Freude und Leid der Herr mir zugedacht, wie er mich führt durch Licht und Nacht, bis einst mein Lauf vollbracht. Doch ich weiß, an welchem ich glaube, und seiner Hand kann mich nichts entreißen. Mein Erbteil wird mir wahren, auf dem Tag, da erscheint. Ich weiß nicht, wann der Herr erscheint, weiß weder Tag noch Stund. Ob durch den Tod er rufen wird, ob durch der Engel Mund. Doch ich weiß, an welchen ich glaube, und seiner Hand kann mich nichts entreißen. Mein Erbteil wird mir wahren, auf den Tag, da erscheint. Werbe Topin, Himmelsfuder, wir danken dir, doch wir kennen an dich glauben. Wir danken dir, doch wollen wir an dich glauben, dann. Herr, du warst uns nicht hingeluten. Herr, du warst uns nicht luten verkommen. Du warst uns nicht luten in der Halle ankommen. Herr, du hältst uns fest in deine Hänge. Und du warst dort sagen mir, dass wir wollen bei der Ewigkeit kommen mit dir taub. Wir danken dir dafür. Und ich bete, dass alles, was von dir passieren wird, dass du bloß magst uns sagen mir. Dass uns glauben, wo dir stark wollen durch diese Zeit, wo wir hier so dann taub sind. Ich bete in Jesu nun. Amen. Jetzt ist es wirklich schön, wenn wir einmal bloß ihr Schett an den Stammluten singen, nicht? Wir sollen singen, ein schönes Gesang für den Herrn. Wer will Ivan? Ich würde ihn morgen mir an, dort tust auch Ivan.
Wir don't mad, oder nicht mad, wir danach zu uns, ob unsere Bibel stehen, in Gebet stehen, in Gemeinschaftsum, was wir haben. Wir don't einmal auch ein Lied singen, bloß stämmig. Dort wir können lernen singen. Wir werden lernen, kraftig singen. Wollen wir dann nicht auch Instrumenten, du dann auch bieten, und welche Wort, dann jef dort wirklich ein scheinet Gelütz. Und ich glaube, Gott freut sich auch für dort. I mean, ich freue mich auch. Ich glaube, Gott hat auch, wenn wir abends das nicht kennen preisen, mit scheinet Gesang. Dankeschön für so kraftig singen. Letzter Weg, dann hört wie eine Botschaft. Dort handelt sich über den Grat Ramon. Der Grat Ramon sein. Unser Haupttext dort wie Römer Kapitel 12. Und wir hören dann die Lied dort, wenn wir wollen den Grat Ramon sein, ein Gott seine Ion, nicht bloß hier so eine Welt, aber ein Gott seine Ion, dort meint Fährten, oder dort meint dort, wie man unsere ganze Weich von Denken am ändern. Denn der Grat Ramon sein, meint für ein Krieg dort jeden Teil tun, oder Krieg dort jeden Teil denken, als wo die Welt über Dinge denken wird. Wollen wir wollen der Gratermon sein, in Gott sind wir. Und wir hören die Lied, dort der Gratermon, er darf sich nicht selbst bloß höher stellen oder besser stellen als den Nächsten, oder glauben dort, er wichtig ist als den Nächsten. Leider, was der Gratermon der ist, er kickt nicht den Nächsten, er darf dem abheben. Das ist, was der Gratermon der. Wir hören die Lied, dort der Gratermon der schwor schaffen, und er darf abrechtig schaffen. Das, was der Gratermon der Merach wohnt am Kasten der, hat er abrechtig schaffen. Das ist der Gratermon. Wir haben gelernt, dass der Gratermon der Jeven, hat er nicht bloß nehmen. Hat er Jeven. Und der Ursache für alles, was er haft, und auch woran er schaffen der in alles, ist dort, dass er Gott sein Rückbüren kann, nicht den sein einen. Hat er schaffen und die Dinge Jeven, wie es er will andere Menschen haben, nicht bloß sich selbst. Das ist der Gratermon. Er kickt nicht den Nächsten. Wir haben gelernt, dass der Gratermon, hei der Gaudet, mir ich von der andere, wo Ramam sein, schlechtet dann. Wo der andere, wo beiset verhahn, welche Wort der Gratermon, der dann nicht mehr an. Der Gratermon, der Gaudet. Das war hei der. Wir haben gelernt, dass der Gratermon, der proven Fred mehr an, von Amma hei kon. Das war der Gratermon, der. Der Gratermon heißt die erste, zum proven Dinge ever rein zu mir. Der Gratermon heißt der Erste, wer du war verjeven, er war losluden. Und nicht Dinge mitschlauben. Das ist der Gratermon. Der Gratermon wacht nicht für den Nächsten, dort er soll alles tragen. Der Gratermon, er nimmt den ersten Staub, den sein Wort er kann. Er lührt nicht für alle anderen. Das ist, was der Gratermon tut. Und dann hat wir gelernt, dort der Gratermon, so ist Jesus dort sagte, den sind die Jünger, wo du warst der Gratermon, Mond sein. Jesus sagt, dann sollst die alle Mond sein deiner sein. Das, wo Jesus dort erklären hat. Wenn wir wollen groß sein und Gott sein üben, das ist, was er meint. Wenn wir wollen groß sein in der Welt sein üben, dann können wir tun, was wir wollen, nicht? Aber ein Gott sein üben. Aber man mag das ganze Thema, was wir heute gehört, wie du eine Farsch. Und dort wir Römer Kapitel 12. Und diese Farsch dort sieht so viel. Ich will nicht letzte Weg von reden, wie es dort hat so viel zu sagen, ich will eine ganze Botschaft bloß von dem einen Farsch mehr an. Dort ist Römer 12, Farsch 12. Dort sage ich, nicht wie fern ab jene Bulletin, sieht froh in jene Hupning, geduldig von je Lieden, Unhold im Gebet. So, das ist, wo wir von der Welt von reden. Ich habe mir ein Thema von dir genannt. Hupning, Lieden, Gebet, Hupning. Ich glaube, dass das ein bisschen so ein Deutsch für Christen sehr fern. Wegen, wir haben aus Christen eine Hupning. Wir haben, ich wollte noch sagen, was die Hupning ist, wenn ihr nicht weiten dann. Aber Christen haben eine Hupning. Aber fern kommt durch Lieden in uns Leben nennen und prüft diese Hupning weich zu stehen von uns. Und dann, aber wo ist der Tiet? Für dann ist der Tiet, dass du sagst in Römer, dann ist der Tiet zum Ernst im Gebet gehen und anhören sein im Gebet. Woran? Dort wie die Hupning war er trägt kriegen. Hupning, Lieden, Gebet, trägt die Hupning. So wo ist unsere Hupning? Weil hier sage ich dort ein Ding, Krieg in Römer 12, dort sage ich,
das ist ein Ding, wo wir kennen uns zu freuen. So unser Hupning ist ein frohes Ding. Das ist ein Ding, wo uns so Mut machen. Das ist sehr positiv. Und 1. Petrus, wo wir auch wollen, mehrere Versen lesen, aber 1. Petrus 1, Vers 3, sagt Petrus, luft Gott unseren Herrn Jesus Christus, sein Führer, wird sein Mädchen, wir so groß, dass er uns nie geboren hat, zu einer lebenden Hupning. Du darfst, dass er Jesus Christus von dort abwirkt. Petrus sagt, wir haben eine lebende Hupning. Warum haben wir eine lebende Hupning? Er gibt die Erklärung dafür. Er sagt, wegen Jesus ist von dort abgestohlen. Wir haben eine Hupning, die leben wird. Wird unsere Hupning erst in Jesus? Und Jesus bleibt nicht dort. Er steht ab vom dort und er lebt. Und unsere Hupning ist du bist. Dort, wo wir eine lebende Hupning haben. Paulus hat auch von dort, in 1. Korinther, Kapitel 15, du wirst über den Menschen, die denen auch predigen, und die predigen auch dort, Jesus wird vielleicht von dort abgestohlen, aber die sehen dort, für uns ist du kein Absturm vom dort. Das dort darf nicht so wort. Das darf nicht ein Absturm vom dort. Und das, wo Paulus nicht mehr handeln wird, hier so in 1. Korinther, Kapitel 15, wir werden hier so einen großen Aufschnitt lesen, Vers 12 aber anfangen. Aber wenn du hier predigt wort, dort Christus vom dort abgestohlen ist, wo können einige von ihnen dann sagen, dass die Todes nicht abstuhen wollen? Wenn es so nicht jäfft, dass die Todes abstuhen, dann ist Christus auch nicht von dort abgestuhen. Und wenn Christus nicht von dort abgestuhen ist, dann ist ans Predigen verjäfft, und jünger Gläubigen ist auch verjäfft. Meier ist dort, dann haben wir ein falsches Zeugnis von Gott gejäfft, wird es wie sehen, dass Gott Christus von dort abgeweigt hat, den er aber nicht abgeweigt hat, wollen die Todes einfach nicht abstuhen. Wollen die Todes nicht abstuhen, ist Christus auch nicht abgestuhen. Und wenn Christus nicht von dort abgestuhen ist, als sie in Glauben verjäfst, und sie sind danach in jene Sünden, dann sind auch die verloren, die an Christus eingeschlupen sind. So werden wir ein bisschen abhauen. So wie haben wir gesagt, dort, na, ans Hupning ist, glaube ich, das war nicht. Und diese Menschen, die sagen dort, wir wollen nicht von dort abweichen. Und Paulus sagt, na, wenn wir nicht wollen von dort abweichen, wenn nicht so ein Jäf, der Todes dann abstumpft von dort, dann wird Christus auch nicht sein von dort abgestumpft. Und dann sage ich denen, wenn Christus nicht erst von dort abgestumpft, dann erst ans Predigen verjäfst, der wird aber dann predigen. Dann sage ich, dann erst ihn Glauben verjäfst. Dann hält er nicht an und sagt, dann sei ich noch einmal in jene Sinnen und ihr seid dann noch einmal verloren. So, der wird doch dann predigen, sage ich denen. Dann habe ich keine Hupning. Und dann sieht er noch wieder in Vers 19, sagt er, wenn er bloß für dit Leben ist, dort wie ab Christus hupen, dann ist mank alle Menschen keiner so sehr zu bejammern, als wie. Er sagt, wenn er bloß für dit Leben ist, nu, hier so ab ihr, sagt Paulus, dann ist über die ganze Welt keiner Dollar zu bejammern. Paulus sagt hier, aus sich selbst und auch der Untergläubige. Warum würde er so stolz sein? Well, ich glaube, Paulus, das sei an sich selbst denken. Wie jetzt Paulus hat alles handgegeben, nicht? Denn sein ganzes Leben, er lädt alles los, was unmöglich wird für Jesus. Er fuhr über die ganze Welt, wo er gehen kann, zum Jesus predigen. Und er war verkehlt, er war verdurcht, er war eingestoppt. Er weiß nicht, wo alles zu dürfen, er war gesteinigt, er dachte, er wird tot. Ich glaube, er wird tot. So viele schlechte Dinge hat er gekriegt. So er sagt, wenn er für dit Leben ist, sagt er, dann hast du keine mehr, wem er zu jungen ist, Dollar, aus über mich, in der Sonne ist, so ist ich sie. Die du an Jesus glauben dann. Was hat Paulus in dit Leben gekriegt, nicht? Dann hast du bloß schlechtet. Aber dann jetzt wieder. Vers 20 sagt, aber Christus ist bestimmt von dort abgestohlen. Aus erste von all die eingeschlupen sind, wird der Tod durch ein Mensch gekommen ist, mattet auch durch ein Mensch kommen, dort der Todes war abstohlen. So ist ein Adam alle Menschen sterben, so kommen sie auch alle durch Christus Wahrer zum Leben. So Paulus, er sagt hier dort, wo Petrus auch sagen wird,
dort du hast eine lebende Hoffnung. Christus ist abgestohlen vom Tod, du wegen do ich predigen, du wegen habe ich Hoffnung. Wegen Jesus lebt. Dann trägt 1. Petrus 1, dann falsch feier, dann sage ich, unter ein Aufgott, dort nicht verkum, vergun oder verwalten kann, dort für uns im Himmel bewahrt ist. So, wo ist die Hoffnung? Er sagt, nicht hier so abbeirrt, er sagt, im Himmel. Dort wurde kämpft. Dort, wo uns Aufgott ist, dort kämpft noch. Dort ist eine Ewigkeit, in keiner kann dort weich nehmen. Weißt du, wo das eine steht, im Himmel, reicht mir auch, eine steht bloß für mich. Wisst ihr dort? Bloß für mich. Du seid mir sicher. Ihr könnt den Platz nicht annehmen. Ihr könnt du sie nicht auf meinen Stuhl setzen, du sie im Himmel. Das meint. Und wir einmal an Jesus glauben, ihr habt auch eine Stadt, wo es verjüngt ist. Jetzt würde ich hier sagen, dort ist eine Reservation, was wir haben. Du so. So, hier ist dann die Frau, wo merkt wir diese Reservation? Er sagt uns in Vers 5. In Gott, in seiner Allmacht, wird du nur sein, dort je du sicher ankommen wollen und dort Heil kriegen, will sie an Jesus glauben. Dort Heil soll in der letzten Teil offenbart werden. Den Glauben an Jesus reserviert diese Stadt im Himmel für mich und für alle anderen, die an Jesus glauben. Das ist, was er hier sagt. Den Glauben verbindet uns mit Gott seine Gnut. Gott seine Gnut ist du, aber ohne den Glauben kommen wir nicht bei dir. So den Glauben verbindet uns mit dieser Gnut von Gott. Und dann sagt er, wenn wir erst so verbunden sind mit Gott seine Gnut, weißt du, wer dann die Arbeit tut? Gott tut. Hier sagt er dann, in Gott, in seiner Allmacht, wird du nur sein, dort je du sicher hankommen wollen und dort hell kriegen. Wir glauben an Gott, wir sind verbunden in der Gnut und sagt Gott wird schön mir und dort andere alle passiert. Dort wird wollen. Das wird Petrus uns prüft, deutlich zu mir an. So wo das dort ein Ding, was dann noch fehlen wird? Tiet. Das wollte ich sagen. Tiet. Ich sage, ich habe ihr. Er sagt, dort Heil soll in der letzte Teil offenbart werden. Du kämpf ein Tag, wo er wird dann offenbart werden. Noch ist nicht der Tag. Ich sage hier so noch. Ihr seid auch. Für jüd hast du noch nicht offenbart, nicht? So wie lernen du nun. Weil du den Christ seine Hoffnung, dort ist nicht ein Wunsch, das viele Menschen da denken. Dort ist nicht ein Wunsch, dort ein Wunsch, ich würde mal kennen, bei dem Himmel kommen. No. Die Kost, die du an sicher sein, ein Christ seine Hoffnung, wer einmal an Jesus glauben wird, den seine Hoffnung ist ganz sicher, dort ist nicht ein Wunsch, dort ist sicher. So ist 1. Johannes 5, 13 als sein wird. Dort, wir können nicht warten, wer einmal an Jesus glauben wird. Der wieder Hand kommt dann. Das ist auch, was Römer 8 uns auch lernen wird. Aber das bringt uns bei den zweiten Punkt. Lieden. Wenn wir lesen Vers 6 und 7 auch in 1. Petrus, sag ich, du wegen sind die Frau, wann die hier auch nach ein Stück durch Lieden gehen machen. Diese Proven kommen ewig jünt, um zu sein, wo acht und stark in Glauben ist, so ist Gott durch den Vieh geschickt wird, dort zu rennen und zu sein, wo acht dort ist. Jünt Glauben ist, wie Gott viel mehr wird aus Gott. So wird jünt Glauben, wann die Prove besteht, wann die Prove besteht, jünt viel Herrlichkeit geben, und die wollen geirrt und geluft worden, wann Jesus Christus kommen wird. So, ich sage, wir freuen uns für diese Hoffnung, nicht? Wie es dort so sicher ist. Aber dann sage ich dort, ob wir hier so noch sind, du doch Lieden, wo wir durchgehen dürfen. Schwere Dinge, Proben, wo dann ans Leben ankommen dürfen. Wir proben, das weiche Stil. Und weißt du, was diese Dinge, wo dann ans Leben ankommen dürfen, die so tun will, haben dort diese Dinge, dort sind uns ganz zwei mehr. Über Gott will haben, dass diese Dinge sollen gebrückt worden, zum uns stärker machen und zum uns reinigen, so ist das hier so auch sein wird. Zum uns foster noch mehr. Das, was Petrus hier so sagt, die Suten will erbrücken, verschleichtet Gott will erbrücken, für was Gott für uns. Das merkt mich denken auch an eine Geschichte im Alten Testament, die kennen wir vielleicht, oder nicht, von Josef. Im Alten Testament.
Hey, wie ein Jung, ein Kaffee, ich weiß nicht, never old, 15, 16 Jahre alt, ich weiß nicht, never. Aber ein Jung, Jugend. Und dann wird er verkauft, nicht? Von denen sind eine Brüder, von allen Menschen. Und dann ist er versklavt worden, für viele Jahre. Dann über dem wird er auch in Gefängnis geschmissen, auch für viele Jahre. Und nun, ich weiß nicht, wie viele Jahre, vielleicht 15 Jahre, wo er immer. Eine lange Zeit in damals kam er von Oder Rüd, und dann ist er einer von den fairsten Menschen in der ganzen Welt. Er regiert Ägypten ohne Pharao. Er wird der zweite Höchste in der ganzen Welt an Macht sozusagen. Und dann auf einmal bejagt er den seine Brüder, waren, die am Horden verkauft. Weißt du, was er dann sieht? Sagte der Brüder, weißt du, was je meinen das für was schlechtet? Je meinen das für was beiset? Er sagte, aber weißt du, was Gott, er meint das für was Gottet. Gott will das brücken, zum was Gottet erregen. Und Josef brückt das auch, zum was Gottet erregen. Gott kann dich am Schaffen. Und das, was er sucht, um einen Prof zu tun, er will alles brücken, um uns zu verrieten, und aber wie man dann nach Gott kriegen, er will es brücken, um uns zu stoßen, um uns auch wiederbringen, um irgendwo zu erregen, in die Welt. Wie dann in der Darnach an der Bibel stehen, da steht Philipperbrief gehen, für die, die nicht, und Darnach Jesus sein, die müssen in Teil. Aber das ist ein sehr interessanter Buch. Das ist interessant, wenn einer kick, wo Paulus den sein Lieden ankicken wird. Das spürt sich mehr unmenschlich, wo er über Lieden denken wird. Und ich war hier so ein bisschen von reden, von wo wir haben geliebt, der ist der Kloß und danach, der ist die Bibel stehen, von Paulus, und wo er auch der gemerkt, dass wir auch noch bei Rom kommen, wo er im Gefängnis wird, weil er schreibt dort Philipperbrief, als er festgekehrt wird in Rom. Aber Paulus, er wird dann, ab dem sie eine dritte Missionsreise warst, und dann nur ein von den drei Missionsreisen, dann wird er in Jerusalem angekommen. Und dann wird er eben dem ein Abrühr, und wollen die Juden am Wara dort machen, so sei es passieren dort. Und die wurden noch haben. Und dann muss die Armee durch den Land kommen, und die Menschen von einem Weichhellen, rieten am durch den Rüt. Das ist Paulus. Und dann aber denken, die Soldaten haben auch ein kleines Maske verklappen. Wirst du wohl nicht anfangen. Na, wo denkst du hier, Mensch, dass die ganze Stadt im Abrühr ist? Dann wollen sie am kleines Maske verpitchen, dass die mal sagen, was du anjink. Dort denken sie bloß so lange, dass die einwarten, dort ein Reimer wir. Dann denken sie, hast dich abbeigen. Das ist nur ein Reimer verpitchen, dort wir nicht reicht. Die haben sie Angst. Aber dann eben dem, so wie es dort durchgegangen, dann schenken sie an eine Caesarea. Caesarea, wie ich sage, wird oft von Jerusalem. Aber wie eine Stadt, wo ganz um mehr wir. Und nun muss er diese für 2 Jahre im Gefängnis hören. Diese hören, für nichts. Und er kam nicht wieder. Aber du hörst er. Er hat Predigen während er du auch wir. Auch die kenne ich. Aber jedenfalls, der kam nicht wieder. Und er sagt, weißt du was? Ich will in Rom geschickt worden. Ich will vor dem Kaiser stehen, mich verteidigen. Er kann nicht tun, wie es ein Römer wäre. So dann müssen sie an den Raum schenken. So dann haben sie das getan, die tun am Schäppen ab, mit 200 noch was andere Menschen, die auch vorswählen. Und dann reisen sie für mehrere Monate, und dort geht auch sehr schlecht. Durch Umstände erst im Reims eine große Sturm, wird auch abkämpft. Und die Menschen glauben, die wollen alle sterben, die haben für eine lange Zeit nicht gegeten. Und zu der Karte mehr, zu guter Latz über dem, da ist so viele Schwierigkeiten noch, wo die sind durchgegangen. Dort schab brach ganz zwei, über die sind bei einer Insel gekommen, durch ein Wunder Gottes, dort die noch bei einer Insel sind gekommen, über dort schab es ganz zwei. Ich weiß nicht, die müssen schwammen bei dieser, oder was immer, über alle Menschen bleiben lebendig, nun sind die bei dieser Insel gekommen. Nun werden sie dann durch für mehrere Monate. Paulus, der diese dann auch war, predigen, das hat dann vier Tage. Aber dann kommen wir weiter auf einen Schäppen ab, mehrere Monate in Luther, dann sind die bei Rom. Ich weiß nicht, wie lange nur dort, aber nicht nur dort, dann kommen sie schließlich bei Rom. Dann sind sie das ist Paulus sein Leben. Und ich sehe die Fuß in Rom, und ich fange an, einen Brief zu der Philippa zu schreiben. Und diese Umstände. Und ich glaube,
dort Paulus hat vielleicht so gedacht, dort die Christen, die Quaken, die dann vielleicht sehr sich bejammern über das Paulus, nicht? Wo schwor es für das Paulus, wird man sagen, oh, povercito Paulus, der wird es so schwor haben. Und dann aber das interessant, wo er den Brief anfangen hat, und was er sagt, in Philippa Kapitel 1. Er will der Gedanken mal ganz umändern, über wo die sollen über Lieden denken. Die sollen die ganz anders über denken. Philippa Kapitel 1, Vers 12 bis 14. Hörst du, was Paulus sagt? So, ihr kann die Geschichte nicht, und ihr weiß nicht, ob du im Gefängnis heißt Vorsicht. Nun hörst du, was er sagt. Brüder, das soll ihr wissen, wo ich der gemerkt habe, mitgehalten, das Evangelium zu verbreiten. Dadurch ist allen in der Regierungspalast und noch andere dort klar geworden, dass ich wegen Christus in diese Ketten sie. Und durch meine Gefangenschaft haben die meisten Brüder im Herrn mehr Mut gekriegt, Gott sein Wort noch dreister und furchtloser zu predigen. Er sieht es an als ein positives Ding. Würdest du an denken als ein positives Ding? Das ist, was Paulus sagt. Er kickt die Positive und sagt, nicht mehr bejammern. Sagt er. Sag freut für dort, wo Paulus, oder wo Gott hat getan, durch die Umstände. Sag freut ihn. Sag, Bruder, das soll ihr wissen, wo ich durchgemerkt habe, hat mitgeholfen. Das Evangelium zu verbreiten. Sagt er, das ist ein gutes Ding. Freut nicht jammern. Freut für diese schwere Losen. Paulus wie ein interessanter Mann, nicht? Wo kann er das tun? Wollen wir, oder wo ist das dort, wie gehen von der Hupning und dann kommen wir an Lieden nennen, so viele schwere Dinge, auch so Paulus muss durchgehen. Wo kommt das, dass wir dann kein Träg kommen, dass wir uns freien können, weil wir Hupning können haben? Das ist der dritte Punkt, was du so auch in Römer 12 wir sagst, sieht Unheld im Gebet. Unheld im Gebet. Wollen wir bloß in die Welt kicken, dann von einer physischen, irdischen, menschlichen Weich? Weißt du, was dann kickt wie Paulus in den seine Umstände an? Bloß negativ. Du bist dann nicht gut, du bist. Du hast gleich. So wie du dann lesen dann, dann hast du nichts finden. Wenn wir irdisch, physisch, weltlich den ankicken, dann hast du bloß schlecht. Weißt du, dort ist ein Rezept für Depression. Dort ist wo das. Nichts mehr ist dort. Weißt du, was Gebet halten wird? Dort Gebet halten uns zwar an die Gedanken, an das ganze Sein, alles war mit Gott einstellen. Das wird das Gebet dort. Wisst ihr, wie du beten für Gott sein will, nicht? Wie du beten, dass Gott uns so wiesen, was wir sollen tun. Wie du beten, dass wir wollen Gott sein, was ich fing. So das Gebet, dass der uns einstellen mit Gott. Und ich glaube, das ist ein Psalm, Psalm 73. Ich will den ganzen Psalm lesen. Psalm 73, ich glaube, es ist ein guter Beispiel, findet. Hier wie ein Mann, hier wie mutlos geworden, hier wie das Mess in der Depression gefallen, wegen Umstände, spätig so, bett hier ein Ding deut, und dort ändert alles. So, ich will lesen hier so, Psalm 73, von Vers 1 und wieder. Und wenn wir mal hören, sagen es, wie auch nicht fertig ist, das denken, es wie nach Moses das fallen, dann. Vers 1. Ein Psalm von Asaph. Gott ist bestimmt, Gott zu Israel, zu dir, der ein Rennet hat. Aber was mich anbelangt, meine Feinde haben Mess geglaubt. Ich wie sehr Mess gefallen. Ich wie aufjänstig von der stolten Pucher. Aus ich sag, wo Gott der Gottlose dort ging. Die haben keine Quoll. Die sind im Körper gesund und stark.
Die haben nicht Trouble, so als andere Menschen. Und die sind auch nicht so geplagt als andere Menschen. Ihr Stolz hängt am Ohr aus einer Holzkette und sie haben sich mit Gewalt übergekleidet. Sie sind fahrt durch die Ohren schwallen. Sie haben mehr aus der Hort sich denken können. Ihre Reden sind spottend und verachtend und ihren Stolz drehen sie zu ihren Drecken. Mit ihr Mühl reden sie so, als wenn sie den Himmel ihnen und mit der Tung so, als wenn sie die Erde annehmen. Durch wen kämpft sein Volk nur an und sie trinken sich dort alle an, als wenn sie einen Koffer Wut erlarig trinken und sagen, wo kann Gott dort weiten? Weit der Allerhöchste wird hier verjährt. Dit ist so, als die Gottlose sind, ohne Sorgen, und sie wollen immer ricker. Dort hat nichts gehalten, dort ich nicht in Sinn lebt. Dort hat mich nichts genützt, dort ich mein Hort und meine Hänge habe reingehauen. Ich sie den Tag ewig geplagt worden und ich sie alle Morgen gestruft worden. Wenn ich geplant habe, dort ich so reden würde, dann wäre ich dein Volk nicht treu geblieben. Aus ich das alle Prüfe zu verstehen, wäre das Tau unerträglich für mich. Aber bitte du. Wird unheil. Hey, Moses dort gefällt? Er kickt die Ohren und er sieht, dass das hei auf Prof von der Sinn weich zu bleiben. Hei auf Prof zu tun, dort reichte. Man reicht von anderen nicht dort reichte dein. Hei will abrechtig sein. Man reicht von anderen gut casten. Hei will nicht dumme Dinge sagen, von der andere auch dein. Hei will das reichte tun. Und er sagt, in mir jetzt dort schwor. Ich habe eine schwere Zeit. Ich sehe nicht recht, so ist der andere. Er kickt nicht die Gottlose und er kickt, wo die wiederkommen down. Und er sagt, die wollen Amerika, die haben keine Sorgen, und die hat dort nicht schwor. Und er kickt nicht den, sie in Leben und heu lebt für Gott. Er kann es nicht verstehen. Er sagt, zu guter Letzt, sagt er, das wird toll und erdreckend für mich. Das hat er alle Prüfe verstehen. Wenn er bloß erdisch, die neuen Kirchen, so ist das wir, und wie der Tisch war. Er kann nicht sagen, wo Raum, das muss es dort sein. Und dann, Opa, Vers 17, das, wo alles am anderen deut. Da sagt er, bat ich in Gott sein Heiligtum, nein, jink, und du verstehen können, wird der Gottlose für ein Eng nehmen. Nun kam er weiter in Gott sein Jink, wo nein. Und nun, wo ich hier in der ewige Port Jesus ganz angedreht, habe ich wahre Hoffnung. Er weit, wo er nicht steht. Er kickt du nicht von der Ewigkeit nun, nicht von Jesus ab ihr. Ich kick, alles ist angedreht, Vers 18. Er redet nicht von der Gottlose. Die Stadt, die bestimmt ab glatten Boden. Die Stadt, die ruft, dass sie ankommen. Wo der Dach so plötzlich ankommen, Angst und Schreien, Ritte Metzig, so ist einer ein Traum nicht achten dert, von einer abweigt, so wirst du, o Herr, dein nicht achten, von du abstehst, dein Terechten. Aus ich im Hort trürig und im Jes verbettet wir, wie ich ein Noah und wiss nicht beter, ich wie fertig aus ein Tier. Und doch hol ich mich immer bei dir ab, du hältst mich an der rechte Hand, du wirst mich mit dein Rut verstehen und mich nur her mit ihren annehmen. Wem habe ich im Himmel büte die? Du hast nichts auf der Erde, das ich haben möchte, büte die. Mein Körper und mein Hort, mein Versein, über Gott ist die Kraft an mir und wird dort ewig blieben. Die von die weit auf sind, wollen ankommen. Du bringst die alle an, die antrü sind. Über für mich ist dort Gott, dich bei Gott zu sein. Ich habe mein Vertrauen in Gott, den Herrn, gesagt, dass ich von all deinen Worten reden kann. Er jährt von der Depression, sagte, hey, wir müssen hier fallen, wir können nicht verstehen, dass wir tot und erdreckend, verarmt, dort hat er das alles ankicken, was zu arm passieren wird und was zu der Gottlose über passieren wird. Er hat so gedacht, doch, weil mir soll es schenken, wie es extra Jahr in Gott seine sieht. Und dann sagte er, bat Hei ein Gott sein Jägen, wo nein käme. Hei käme war ein Gebet. Hei vertraut war mit Gott. Hei deit sich war ein Staun mit Gott. Und nun jette von der Depression, nun steht, wo er sich war freien konnte.
wegen der Eindenk. Eine können fehl sein, ihr werdet gebet, aber ich werde kalt haben, muss das sein, wenn das Lieden prüft, die eine Hupning weich zu nehmen, dann sieht Unhold im Gebet, und do dien Gedanken wahrer mit Gott entstehen, und dien Hort, und alles wird die Bess, dort entstehen, mit wer Gott ist. Was passiert dann? Dann passiert dort, wo mein vierter Punkt ist, dass Gebet bringt Hupning wahrer Trä in ans Leben. Das Gebet bringt Hupning, Trä in ans Leben. Wir werden wieder lesen in Petrus, 1. Petrus, Kapitel 1. Wir werden noch Vers 8 und 9 lesen. Und wenn ihr Jesus auch nicht gekannt habt, ihr seid am Dach Gott. Und wenn ihr am Nü auch nicht seid, du wegen gleich ihr Dach und am. Und ihr seid nun all glücklich an der große Freude, der direkt vom Himmel kommt. Und der allergrößte Lohn für ihren Glauben ist, dass ihr eine Seele gerat worden. Sag, ihr habt Jesus nun noch nicht gesehen. Ihr habt ihn nun nicht persönlich gekannt. Und doch glaubt ihr an ihn. Und dessen Glauben sagt ihr, dass ihr euch glücklich und ihr habt eine große Freude, die vom Himmel kommt. Dort kommt von ohne Zweifel. Dort kommt nicht von den Dingen, die hier so auf ihr passieren. Sagt, dort kommt von Ewigkeit her, hier so haben. Dort, von wo er herkommt. Und dann wird erst der geradste Lohn, der ist, wo unser Hupning ist, der sagt, der allergeradste Lohn, du, wo unser Hupning ist, sagt, dort ist, dort jene Seelen gerat worden. Der Ewigkeit im Himmel. Dort ist der geradste Lohn. Und du ist unser Hupning. Wir haben ein Leben der Hupning, so ist Petrus hat gesagt, aber vier und Kevin aufgelenkt worden, wegen Umstände in uns Leben. Wir können auch bedrängt worden, wegen Umstände in uns Leben, aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir so tun als Paulus, und dass wir die Umstände brücken tun, zum Christus predigen in die Welt. Die Umstände brücken, zum Christus predigen in die Welt. Wenn der Feind will den Hupning wegstehlen, dann gut Trei im Gebet und sieht Unhold im Gebet und stehlt dort Trei. Jene Hupning. Gott freuen, dass der Gesangkörper, was hier so nachkommt, wir werden noch ein Lied singen. Es ist ein leichtes Einfachheit, aber es scheint englisches Lied. Father, we love you. Glorify thy name, heitet Leid. Wer wir alle abstuhen, wer wir das ein Leid kraftig singen. Father, we love you, we worship and adore you. Glorify thy name in all the you.
Himmelsbruder, wir danken dir für das Leben, das du uns hast. Und Herr, möchtest du uns stärken für diese Welt. Herr, wir danken dir für den Segen, den du hast gegeben. Den Segen von Jesus Christus, durch den Starb für uns. Wir danken dir auch für den Segen von den Heiligen Jesus, den du uns gegeben hast, wie Amen und die Gläubigen hast. Und Herr, ich bete, dass du möchtest diesen Segen rüberbringen in der Welt. Herr, ich bete, dass du möchtest uns Kraft geben, durch dein Jesus, dem Rücken in der Welt zeugen für dich. Dass Menschen können gerat werden, dass Menschen können in die kommen, in der ewigen Leben fangen. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.